Leute, es ist einfach unglaublich. Es ist wirklich unglaublich. Ich bin bald wieder auf dem Standpunkt, wir sollten versuchen, ohne Elektrizität zu leben, um den Überwachungsstaat auszuschalten. Es ging in so einem Video. Wie heißt das Video gerade? Das Video heißt Diskussion über Smart-Home-Geräte als Beweismittel. Und ich möchte euch das kurz zusammenfassen. Also da Diskussion kann man das nicht nennen, ne? Da interviewt quasi Jan Hofer, den kennt ihr wahrscheinlich, einen gewissen Herrn Peter Schaar. Und im Prinzip geht es in dem Gespräch darum, dass der Peter Schaar immer wieder sagt, ja, ich kann diesen ganzen Shitstorm zwar verstehen, der jetzt losgebrochen ist, dass man Alexa zur Überwachung freigibt, aber das, worüber sich die Leute aufregen, das wurde schon vor 2 Jahren beschlossen. Und worum es jetzt geht, ist, dass das Ganze noch viel weiter getrieben werden soll und dass die Überwachung noch viel schlimmer werden soll. Und ja, ich könnte jetzt natürlich das Interview irgendwie da reinschneiden, möchte ich lieber nicht machen. Das könnten die bemerken und dann sperren. Ich weiß, Google lässt auch Programme im Hintergrund laufen, die theoretisch Untertitel erzeugen könnten. Theoretisch können die wahrscheinlich sogar mit diesem Programm erkennen, dass ich das zitiere, aber ich zitiere es jetzt mal so. Und ja, also hier dieses Interview und ich werde das dann auch noch ein bisschen kommentieren, weil das ist einfach unglaublich, was da läuft. Und ihr müsst euch vorstellen, heute sind das vielleicht noch Alexa und so Spielzeuge, aber in Zukunft denkt mal ein bisschen weiter. Wir werden ja gar nicht mehr in der Lage sein, einen Toaster ohne Abhörvorrichtung zu kaufen in Zukunft. Unsere Kinder werden gar nicht mehr in der Lage sein, irgendein Elektrogerät zu kaufen, das diese Funktion nicht hat. Das wird einfach nicht mehr möglich sein in Zukunft. Die werden sich ja überlegen, irgendeinen Grund, warum es nötig ist, dass jedes Gerät ans WLAN angeschlossen werden muss. Und sonst funktioniert es wahrscheinlich dann gar nicht mehr. Also, versteht ihr einfach, wie das nach und nach so durchsickert und wo die ganze Gefahr eigentlich liegt. Und das ist wirklich, was das Härteste an diesem Interview ist, er sagt nicht, das ist schlimm oder keine Ahnung, das sagt er auch, aber er sagt die ganze Zeit, das ist schon vor 2 Jahren beschlossen worden. Wir werden vom ARD informiert, dass das vor 2 Jahren beschlossen wurde. Es wird nicht gesagt, wir wollen jetzt darüber diskutieren, ob der politische Wille in der Gesellschaft da ist, sich überwachen zu lassen, ob wir gewillt sind, unsere Menschenrechte abzugeben, unsere Bürgerrechte. Nö, es wird einfach gesagt, hat vor 2 Jahren stattgefunden und wir sind jetzt bereit und wir werden das jetzt fortführen. Wir werden das fortsetzen. Darüber werden wir quasi informiert. Und man kann sich schon darüber aufregen, dass das passiert, aber man ist quasi machtlos, weil das schon vor 2 Jahren beschlossen wurde. Das ist so eine Überrumpelungsstrategie, die mit uns hier gemacht wird. Und das ist nicht in Ordnung. Dagegen müssen wir uns irgendwie wehren. Es wird so dieser Hoffnung gehegt. Das erinnert mich ein bisschen an das Buch, was ich nicht komplett gelesen habe. Die Schockstrategie oder Schocktherapie von, ist das von Naomi Klein? Ich weiß es nicht mehr genau. Ihr werdet das bestimmt finden, wenn ihr das sucht.
nur so ganz grob erinnert es mich daran. Ich habe das auch gar nicht komplett gelesen. Ich habe das mal zufällig aus Langeweile mir irgendwo ausgeliehen und dann ein bisschen gelesen. Aber daran erinnert mich das ein bisschen. Wir werden einfach so vor vollendete Tatsachen gestellt. Und ja, wir werden nicht mehr gefragt, wo ist das noch eine Demokratie? Und wo ist das noch verfassungskonform? Es wird im Interview gesagt, ja, verfassungskonform ist es ja eigentlich wahrscheinlich nicht. Aber das wurde auch einfach gar nicht überprüft. Das wurde einfach so, wurde einfach mal so eingeführt und ja, man muss ja nicht darüber nachdenken, ob es verfassungskonform ist. Ich muss wirklich aufpassen, ruhig zu bleiben. Okay, jetzt, um nochmal ruhig zu werden, werde ich euch das Interview vorlesen. Ich habe das mitgeschrieben. Ich hoffe, ich habe mich nicht bei einzelnen Wörtern verschrieben, weil ich möchte eigentlich nicht falsch zitieren. Da kann sein, dass das passiert ist. Also, wenn das passiert sein sollte, dann ist es zumindest sinngemäß. Also, Peter Schaar wurde sozusagen als Experte zugeschaltet und Jan Hofer stellt hier die dummen Fragen. Es hat ein bisschen was von Realsatire. Wozu sollen die Behörden unsere Jan Hofer fragt, wozu wollen die Behörden unsere Daten eigentlich haben? Und Peter Schaar antwortet, es wird gesagt, man brauche diese Informationen, die von Alexa und Co. gesammelt werden, zur Strafverfolgung. Wenn man genauer hinschaut, dann stellt man überrascht fest, dass vor 2 Jahren genau diese Befugnis zum Eindringen in elektronische Geräte, dazu gehört eben auch Alexa, schon eingeführt worden ist. Das heißt, diese Befugnis gibt es schon längst und man fragt sich natürlich, was wollen die Innenminister hier noch mehr? Bisher sind diese Befugnisse begrenzt auf wenige schwere Straftaten. Offensichtlich geht es jetzt darum, auch für weniger schwere Straftaten auf diese Daten zugreifen und gegebenenfalls auch anderen Sicherheitsbehörden diesen Zugriff zu gestatten. Und jetzt Jan Hofer in so einem satirischen, in so einer satirischen Manier fragt ernsthaft, jetzt haben ja alle Geräte einen Knopf zum Abschalten. Ist da diese Furcht vor Datenmissbrauch nicht etwas hochgegriffen? Der Experte, Peter Schaar, antwortet wieder. Also das ist wirklich ein Held für mich. Also erstmal haben nicht alle Geräte unbedingt einen Knopf zum Abschalten. Häufig sind es Standby-Funktionen, die da standardmäßig eingestellt sind. Natürlich kann man ein solches Gerät vom Netz trennen, vom Stromnetz, vom Funknetz, aber üblicherweise macht man das ja nicht gerade bei Smart Home. Ist man ja im Grunde genommen immer online. Sonst ist dieses Smart Home-System für den Nutzer auch nicht sehr sinnvoll. Man soll ja gerade eine permanente elektronische Kontrolle über seinen Haushalt haben, beziehungsweise diese Kontrolle an Computer übergeben können. Und wenn man das macht, können da eben auch andere reinschauen. Das können dann möglicherweise eben auch Hacker sein oder auch staatliche Stellen, die das aufgrund irgendwelcher gesetzlicher Befugnisse machen. Oder auch ausländische Geheimdienste. So. Und jetzt möchte ich euch noch was sagen. Das war Peter Schaar, ne? Es ist meiner Meinung nach, wird es in Zukunft so kommen, dass wir keine anderen Geräte mehr kaufen können. Alle Geräte werden so ein kleines Mikrofon verbaut haben.
Und alle werden irgendwie übers WLAN laufen. Man wird sich irgendwas ausdenken, um uns das schmackhaft zu machen, um uns zu erklären, warum das nötig ist. Und weil dann schon so viel passiert ist und weil ja auch alles schon vor 2 Jahren quasi eingeführt ist, wird uns das dann gar nicht mehr komisch vorkommen. So wird es kommen, Leute. Erinnert euch dann an meine Worte. Und ja. Jetzt natürlich wieder unser Satiriker Jan Hofer stellt die besten Fragen. Es geht natürlich auch um die Arbeit der Sicherheitsbehörden. Stichwort Terrorabwehr. Sind da nicht einige Maßnahmen durchaus sinnvoll? Und jetzt wieder der Experte. Also, diese Möglichkeiten, in diese smarten Geräte einzudringen, sind vor 2 Jahren geschaffen worden. In der Strafprozessordnung und anderen Gesetzen. Und zwar nur beschränkt auf bestimmte schwere Straftaten. Und dazu gehören auch Terrorismusdelikte. Und ich finde, hier müssen jetzt die Pläne auf den Tisch. Für welche sonstigen Zwecke sollen denn diese Informationen dann abgefragt werden? Geht es eigentlich nur um die Daten, die jetzt in den Geräten sind? Oder auch um die Daten, die möglicherweise bei den Anbietern in der Cloud gesammelt wurden? Da ist davon die Rede, dass man die Verschlüsselungsfunktionen schwächen will. Da ist davon die Rede, dass die Anbieter von sogenannten Messenger-Diensten wie WhatsApp verpflichtet werden sollen, auf Anordnung entsprechende Informationen auszuleiten. Das sind ganz neue Qualitäten, die natürlich, je weiter sie gefasst sind, diese Befugnisse, desto problematischer werden. Ja, und jetzt spreche wieder ich, Adrian. Es wird nicht nur problematischer, das ist eine richtige Aushöhlung unserer Privatsphäre und das ist einfach nicht in Ordnung. Das ist die totale Überwachung. Es ist einfach eine riesengroße, bodenlose Frechheit, dass dann auch noch alles als Demokratie und Rechtsstaat hier betitelt wird. Das ist garantiert keine Demokratie mehr und kein Rechtsstaat, wenn mit uns so eine Sache abgezogen wird. Ja, ich musste mich jetzt gerade zurückhalten, kein anderes Wort zu sagen. Und wie gesagt, der Experte sagt uns hier, vor 2 Jahren wurde das schon eingeführt gegen Terrorismus. Warum konnte dieses Interview überhaupt durchkommen? Warum wird das überhaupt gesendet? Und wenn ihr mich fragt, dann wird das nur deswegen gesendet, damit wir uns so hilflos fühlen und gelähmt sind. Damit wir uns nicht dagegen wehren. Aber wir müssen uns jetzt irgendetwas ausdenken, wie wir uns dagegen wehren. Wir können das doch nicht einfach so hinnehmen. Und ja, das Problem ist, das sagt sich so leicht. Und ihr hört das jetzt und danach habt ihr es wieder vergessen. Und was übrig bleibt, ist leider nur diese Hilflosigkeit. Ich bin wirklich tatsächlich der Meinung, wir sollten überlegen, ob nicht die Elektronik inzwischen das Problem ist, ob wir nicht überlegen müssen, Strategien, wie wir eventuell ein Überleben ohne Elektronik für uns ermöglichen können. Einfach damit wir Menschen bleiben können und nicht, ja, ich weiß nicht, was wollen die aus uns machen? Vielleicht werden wir demnächst so, also Androiden ist vielleicht ein bisschen übertrieben, so Cyborg-mäßig, aber so darauf läuft es ja fast hinaus. Wir sind ja schon fast verwachsen mit unserem Smartphone.
Das kann man ja schon fast nicht mehr wegleugnen. Das, was ja eigentlich nur noch fehlt, ist, dass uns die elektrischen Geräte tatsächlich implantiert werden. Aber das ist wahrscheinlich einfach ein zu großer Schritt, der zu viel Widerstand auslösen würde und der ja auch einfach nicht nötig ist. Ja? Diese Smartwatches auch, ne? Demnächst, irgendwann gibt es gar keine richtigen Uhren mehr. Wofür auch? Jede Uhr braucht ein Mikrofon und ein Pulsmesser, damit die auch noch ganz genau wissen, wie es uns gerade geht und alles Mögliche. Ja, es ist wirklich unglaublich. Wo war ich stehen geblieben? Ich wollte das Interview weiterführen hier. Weiter zitieren. Ja, jetzt kommt wieder die letzte Frage von unserem Satiriker Jan Hofer. Der stellt sich einfach mal auf diesen Standpunkt: Ich bin ganz naiv, die wollen uns doch alle nichts Böses. Was sagt eigentlich die verfassungsrechtliche Seite in diesem Bereich? Sind die möglichen Zugriffe auf diese Daten überhaupt verfassungskonform? Leute, der stellt diese Frage, als ob die Leute das interessieren würde, als ob dieses Gesetz nicht umgesetzt werden würde, wenn es nicht verfassungskonform ist. Es ist extrem naiv. So, jetzt wieder die Antwort von unseren Experten, die mich eigentlich auf die Palme bringen müsste. Ich bin selber überrascht, immer noch so ruhig zu sein. Ja, das muss man sich ganz genau anschauen. Schon die Regelung, die vor 2 Jahren von der Großen Koalition ohne irgendwelche intensivere Prüfung durch das Parlament beschlossen worden sind. Da hatte ich irgendwo ein Problem mit der... So, dann machen wir den Satz nochmal. Ja, das muss man sich ganz genau anschauen. Schon die Regelungen, die vor 2 Jahren von der Großen Koalition ohne irgendwelche intensiveren Prüfungen durch das Parlament beschlossen worden sind, überschreiten meiner Auffassung nach das, was das Verfassungsgericht in vergleichbaren Fällen gesagt hat. Da hat es im Grunde genommen sehr enge, restriktive Grenzen gesetzt. Und wenn jetzt speziell auf Geräten im Haus, auf Geräten in Haushalten, in Wohn- und Schlafzimmern zugegriffen wird, dann ist auch die Unverletzlichkeit der Wohnung betroffen. Also ein weiteres Grundrecht. Also ich würde da doch zu sehr großer Zurückhaltung mahnen und ich würde vor allen Dingen auch fordern, dass jetzt mal gesagt wird, was haben denn die vor 2 Jahren eingeführten neuen Befugnisse gebracht und warum reichen die eigentlich nicht aus? Da höre ich von den Innenministern nur betretenes Schweigen. Ja, das war der Experte und jetzt sagt der Jan Hofer noch, herzlichen Dank, Peter Schaar. Und dann ist es vorbei. Ja, also der hat uns jetzt gerade sozusagen gesagt, ja, also es ist nicht verfassungskonform, aber es wird auch gar nicht mehr darauf überprüft. Und ja, ich weiß nicht genau, was das sein soll, wenn er jetzt so sagt, ja, ich würde zu Zurückhaltung mahnen und ich würde da ein paar Fragen stellen und ich würde das alles total kritisch sehen. Vielleicht sollen wir uns einfach dadurch verstanden fühlen, weil wir müssen ja immerhin sehen, das wurde trotzdem im ARD gesendet. Es wurde trotzdem gesendet und wir können das trotzdem hören. Es ist keine Zensurbehörde oder so gekommen und hat gesagt, nee, das könnt ihr so nicht senden. Das ist viel zu kritisch. Wenn der Bürger das hört, dann gibt es einen Aufstand. Sondern vielleicht wurde er im Gegenteil gedacht. Also ja, so müssen wir das unbedingt senden.
dann regen die Leute sich für 5 Minuten auf und dann verpufft ihre Wut und dann ist alles wieder ganz in Ordnung und entspannt und das Leben geht weiter und in 2 Jahren führen wir dann ein Gesetz ein, dass die Produzenten von Toastern und anderen Elektrogeräten dazu verpflichtet werden, in jedes Gerät eine Wanze einzubauen. Und dann werden wir wieder ganz überrascht darüber reden, was alles vor 2 Jahren eingeführt wurde. Und dann werden wir uns darüber aufregen. Und so wird es jetzt ganz langsam immer tiefer hineingetragen in die Gesellschaft. Entspannen wir uns, meditieren wir, beruhigen wir uns, tief einatmen und ausatmen und alles wird gut. Was für eine Scheiße. Ja, und das machen die im Fernsehen. So. Die machen das nicht nur im Fernsehen, die tun das auch ins Internet hochladen. Ich kann euch das Video verlinken. Das können wir uns jederzeit immer wieder angucken. Und ja, einfach krass. Also ich finde das krass. Ich finde... Da sind die Leute, die trauen uns selber nicht zu, dass wir genügend Medienkompetenz besitzen, um zu durchschauen, was da gerade läuft. Ja, und was habe ich jetzt eigentlich gemacht mit diesem Video, wenn ich ganz ehrlich bin? Wenn ich jetzt mal so selbstkritisch auf mich drauf gucke, ich habe ja auch nichts bewegt, oder? Gut, ich habe euch das jetzt weitergegeben. Ich habe die Unzufriedenheit weitergegeben. Und wahrscheinlich klickt ihr jetzt auch weg und alles ist vergessen. Aber wie gesagt, ich möchte euch gerne auffordern, wenn ihr irgendeine Idee habt oder so, was man tun könnte, dann schreibt es bitte unbedingt in die Kommentare und diskutiert das bitte mit Leuten, die ihr kennt. Auch ganz konkret im Real Life und guckt, dass wir uns quasi darüber austauschen. Vielleicht finden wir dann zufällig diese eine Person, die eine geniale Idee hat, wie man etwas dagegen tun kann. Also mir fällt tatsächlich auch sehr wenig ein, außer den Strom abstellen, aber das ist eine sehr unbequeme Lösung und wahrscheinlich findet die keinen Rückhalt. Und ich weiß auch selber nicht, ob ich das gerne tun würde. Ja, wie gesagt. Auf Wiedersehen und ja, ich werde euch das Video verlinken, dann könnt ihr es nochmal im Original gucken, aber wir müssen gucken, dass wir irgendwas dagegen tun. Dass uns irgendwas einfällt.